Die erste Sichtung habe ich noch für mich behalten. Und hier ist es gelandet. In der unteren Hälfte waren Lichter. Hier, es war riesig. Eins mit diesen, was auch immer sie waren. Sie sahen aus wie eineiige Zwillinge. Es hatte einen sehr großen Kopf. Zigarrenförmig. Aber was es war, wissen wir nicht. Dies war kein einmaliger Vorfall. So etwas kommt ziemlich häufig vor. Oder besser gesagt, ständig. Uns wurde seit den 1940er Jahren von Behörden und Wissenschaftlern eingeredet, das sei lächerlicher Unsinn. Es waren über 60 Kinder, die gesehen haben, was ich gesehen habe. Mit großen Augen. Beweise. Ich brauche nichts Materielles. Das Objekt, das diese Leute gesehen haben, wurde intelligent gesteuert. Und es war weder in den USA noch in einem anderen Land hergestellt worden. Ich begann, diesen Geschichten nachzugehen. Wir können 20, 30, 40 Jahre alte Akten einsehen. Sie wurden von der Tatsache gequält, dass ihnen niemand zuhören wollte. Man versucht, ein normales Leben zu führen. Aber diese Erfahrung reißt immer wieder Wunden auf. Meine Beziehung hat gelitten, ich habe gelitten. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich werde herausfinden, was es war. Wir müssen diese Lektion, dass der Mensch nicht das Zentrum des Universums ist, immer wieder neu erlernen. Die meisten fragen sich, sind wir allein? Ich denke, die Frage lautet, wer sind wir?